Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen mit Barbara. Heute machen wir was ganz Leckeres und ganz Günstiges, und zwar sind das Pfannkuchen. Wir brauchen dafür 150 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Zucker, eine Prise Salz und 2 Eier. Und die stehen noch im Kühlschrank. Ich bin mal wieder schlecht vorbereitet. Eine Moment. Oh. 2 Eier. Was ich mache, also ich habe mir zuerst das Mehl abgewogen und dann mische ich immer erst die ganzen trockenen Zutaten, also eine Prise Salz, 2 Esslöffel Zucker. Die mische ich mir immer erst in der Rührschüssel. Ich habe das Gefühl, dann verteilt sich das besser. 1, 2, das ist die Menge für 2 Personen. Bei uns gibt es immer eine Suppe vorweg, und also ja, dass man halt die Vitamine abgedeckt hat, und das ergibt so circa 8 dünne mittelgroße Pfannkuchen. Ja, das ist quasi der Nachtisch, aber es ist etwas mehr als ein Nachtisch. Die Suppe ist die Vorspeise, also es gibt heute quasi Vorspeise und Nachtisch. Finde ich, ist eine super Kombination, Vorspeise und Nachtisch. Ja, Nachtisch ist meine Lieblingskomponente. So, dann schlagen wir uns die Eier rein. Fett kommt da erstmal gar keins rein. Das Fett kommt dann direkt in die Pfanne. Und darin backen wir dann die Pfannkuchen aus. Also eine mal 1, eine mal 2. Darf natürlich nichts verloren gehen. Kommt alles hier schön mit rein. Von den guten Bio-Eiern. So, dann noch die Milch. Also alles direkt rein. Wer mein Video zum Centerpack gesehen hat, der erinnert sich vielleicht, ich hatte eine Pfannkuchenmischung dabei. Und zwar hatte ich nur die trockenen Zutaten in der Schüssel luftdicht verpackt und habe dann passiert ja nichts, ne? Lässt sich wunderbar transportieren. Und im Park selbst habe ich dann 2 Eier und die Milch dazu geschlagen, und so hatten wir quasi ein Halbfertigprodukt, ein selbstgemachtes. Sehr unkompliziert, sehr lecker. Also die meisten Kinder mögen Pfannkuchen. Gibt bestimmt auch welche, die ich nicht mögen, aber ich glaube Pfannkuchen ist so eines der Rezepte wie Spaghetti Bolognese, auf das sich die meisten Leute einigen können. Achtung, es wird kurz laut. Einfach berühren. Das ist, ihr seht, das ist ein relativ flüssiger Teig. Der muss jetzt 15 Minuten quellen und dann können wir ihn rausbacken. Bis in 15 Minuten. Ciao, ciao. So, 15 Minuten später. Unser Teig ist jetzt wunderschön gequollen. Also man sieht da keinen Unterschied, aber das Mehl, das ja, muss wohl immer ein bisschen quellen. Ich habe jetzt hier in der Pfanne schon ein Stückchen Butter reingetan. Das schmilzt gerade. Hier steht noch mehr Butter. Wie gesagt, im Teig ist keine Butter drin, und das erhitzen wir jetzt richtig schön, bis das brutzelt. Und dann geben wir ein kleines bisschen Teig dazu, und dann zeige ich euch jetzt gleich. Und als Belag gibt es bei uns zur Auswahl Zimtzucker, Marmelade. Ich habe jetzt hier noch so eine selbstgemachte Himbeer-Kirsch-Konfitüre. Ich hätte aber auch noch gekaufte Erdbeermarmelade in der Vorratskammer. Dann gibt es ebenfalls zur Auswahl Apfelmus oder Nutella. Von dem Apfelmus werden wir wahrscheinlich gar nicht viel brauchen. Das ist aber nicht schlimm. Das hält sich offen im Kühlschrank ein paar Tage, und für morgen habe ich Reibekuchen mit Apfelmus geplant.
Außerdem schmeckt das Apfelmus auch super zu ein bisschen Quark. So, das sieht schon super aus. Kleiner Moment. So, dann schauen wir mal. Jetzt stelle ich die Temperatur runter. Ich hoffe, das klappt jetzt so gut, wie es normalerweise klappt. Ich möchte also möglichst dünne Pfannkuchen backen, dann bleiben die flexibler und werden nicht so hart. Ich gebe ein bisschen Teig in die Mitte. Was jetzt? Ich habe kein Crepe-Eisen. Ich mache das immer so und verteile dann den Teig von innen nach außen. Ja, das tropft aber heute ein bisschen, tut mir leid. So, verstreicht den schön. Wie gesagt, Temperatur ist runtergestellt. Wir wollen ja nicht, dass der Teig verbrennt. So, also ich habe wie gesagt jetzt weder ein Crepe-Eisen noch irgendeinen besonderen Schaber. Ich mache das immer mit einem normalen Esslöffel und funktioniert eigentlich immer ganz prima. So, das tut mir leid, dass der leckere Teig jetzt hier ein bisschen getropft ist. Jetzt nehmen wir das mal weg. Dann brauchen wir einen Pfannenwender. Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie man es gern hat. Ich habe die immer ganz gern relativ hell und weich. Gibt aber bestimmt auch viele, die Pfannkuchen lieber knusprig essen. So, ich stelle die Temperatur jetzt ein kleines bisschen höher. Okay. Eigentlich geht das ruckzuck rein mit. Der Vorführeffekt. Also was ich nicht kann, ist den Pfannkuchen hochschmeißen und professionell wenden. Ich mache das jetzt einfach so. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gedacht, ich vermute mal, dass ich 8 so kleine Pfannkuchen rauskriege. Also mittelgroß. Ich glaube, die Pfanne hat einen Durchmesser von 24 cm. Wenn man jetzt, das Problem ist jetzt, wenn ich nur mit einer Pfanne brate, dann können wir natürlich nicht gleichzeitig essen. Ne? Dann kriegt der eine Pfannkuchen und der andere muss warten, bis der nächste fertig ist. Man kann das natürlich auch mit 2 Pfannen machen, aber ja, für mich ist das so okay und ist natürlich energiesparender, wenn wir nur eine Pfanne, eine Herdplatte aufheizen. Das ist jetzt schon gleich fertig. So. Mein Sohn hat sich Zimtzucker gewünscht. Ach ja, was man auch machen kann, man kann auch die Pfannkuchen irgendwie im vorgeheizten Backofen warm halten. Aber wie gesagt, ich finde, das gehört bei Pfannkuchen einfach dazu. So, den mache ich jetzt gleich, bereite ich jetzt gleich fertig. So, und in die heiße Pfanne kommt jetzt wieder ein kleines bisschen Butter, damit ich die nächste Ladung gleich dazugeben kann. Und da ist noch ein Restchen Pfannkuchen. So. Oh, jetzt gibt es wieder Schimpf. Man darf nicht mit Chromagan-Sachen in der Pfanne rumkratzen. Das muss ich mir langsam mal abgewöhnen. Okay, und meine Hände sind sauber. Ja, ich dachte, bevor ich den jetzt hier rolle. So. Da kommt jetzt ein kleines bisschen Zimtzucker drauf. Das war jetzt vielleicht ein halber Teelöffel. Mehr braucht man nicht, weil im Teig ja auch schon Zucker drin ist. Pfannkuchen mit Zimtzucker. Ich brate jetzt auf dieselbe Art und Weise den Rest des Teiges und freue mich auf ein leckeres, süßes Gericht. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Sparbara.